Domian. Das 1 Live Talk Radio. 0130 2911. Im WDR Fernsehen und bei 1 Live. 0130 2911. Ja, meine Lieben, die Woche ist fast schon wieder rum zu einer Freitag-Nacht-Ausgabe von Domian. Herzlich willkommen. Willkommen beim 1 Live Talk Radio. Gestern Nacht haben wir geredet über den schnellen Sex, über Quickies. Das war sehr schön, das war sehr interessant. Wenn ihr euch dazu nochmal äußern wollt, das könnt ihr gerne tun. 0130 2911. Generell aber gilt heute Nacht offenes Talk Radio. Das heißt, ihr könnt anrufen zu wirklich jedem Thema, von Politik bis Liebe, von Gesellschaft bis zum Thema Sex, über das ihr euch gerne mit mir unterhalten wollt. Und es gibt heute Nacht noch eine Besonderheit zusätzlich. Die wahre Liebe-Moderatorin Lilo Wanders stellt sich euch, dem Talkradio-Publikum. Und das wird wie folgt abgehen. Ihr könnt während der Sendung hier anrufen und euch zu Lilo Wanders äußern. Pro, Contra, Kritik, Lob. Ihr könnt auch Fragen formulieren an die Lilo. Und etwa 2:10 werde ich mit Lilo hier am Telefon live mich unterhalten. Die Lilo verfolgt die Sendung. Hallo Lilo. Und wir reden dann über all das, was ihr gesagt habt oder was ihr gefragt habt zum Thema Lilo Wanders. Also Lilo Wanders, schneller Sex und alles Mögliche, das ist heute bei uns angesagt, 0130 2911. Die Nummer wie immer kostenfrei 0130 2911. Anna, 14 Jahre. Hallo. Ja, hallo Jürgen. Hallo Anna. Das ist aber schön, dass du durchgekommen bist. Ja. War schwierig, was? Ja, schon. Ja? Dein Thema? Also ich bin ja erst 14 und ich bin schwanger und das ist ein ziemliches Problem, weil das ist von meinem Lehrer. Ach du Jemine. Ja. Wer weiß davon? Ja, es ist sonst keiner. Sonst keiner? Wie, was heißt sonst keiner? Der Lehrer weiß es? Ja, er weiß es. Und was sagt er? Ja, er möchte das Kind zur Adoption freigeben und soll halt keiner erfahren, weil der ist ja selber verheiratet und hat 3 Kinder. Ja, wie alt ist der? Er ist 28 Jahre älter als ich. 28 Jahre älter als du? Ja. Ja. Und wie ist es so zu eurem Verhältnis gekommen? Ja, das war mal in der Schule. Da habe ich in Mathe was nicht verstanden und dann hat es mir nach der Schule noch erklärt. Und er hat einfach gesagt, ich soll mal zu ihm in den Schrebergarten kommen. Ja. Am Abend. Und das habe ich dann auch gemacht und hat es mir dann noch erklärt und dann ist Simon schon näher gekommen. Direkt an dem ersten Abend? Ja. Und das geht jetzt schon über ein Jahr so. Hat er dich da irgendwie gezwungen zu? Nee, eigentlich nicht, nee. Also ist die, wird das erwidert von deiner Seite aus? Ja, schon. Du magst ihn auch? Ja. Ja. Das geht ein Jahr. Mhm. Und jetzt bist du schwanger. In wie vielen Monat? In der 13. Woche. 13. Woche. Warst du beim Arzt? Ja. Hast du überlegt, mit deinen Eltern darüber zu sprechen? Ja, aber ich weiß ganz genau, dass sie ihn dann anzeigen wegen Verführung Minderjährigen und das möchte ich nicht. Mhm. Wie denkst du denn über deinen Lehrer? Ja. Ich meine, ja, sag mal. Ja, das ist jetzt schwer zu sagen. Also, wie man halt einfach so denkt, wenn man in einer Beziehung oder so eine Art Beziehung ist schon. Ja. Er ist ja nun sehr viel älter als du. Mhm. Er hat eine Familie, er hat Kinder. Und jetzt hat er dich geschwängert, ne? Mhm. Ist da bei dir auch irgendwie so etwas, dass du dich da überrumpelt fühlst oder dass du ein bisschen zornig auch auf ihn bist? Denn für dich ist das eine sehr schwierige Situation jetzt. Also zornig bin ich eigentlich nicht auf ihn. Ja. Mhm. Also er hat gesagt, du sollst das Kind quasi austragen und das Kind bekommen. Genau, ja. Ja, und wie soll das vonstatten gehen? Dann merken deine Eltern das doch. Ja, er hat gesagt, also wenn ich halt dann ziemlich weit, dass ich halt weite Pullis anziehe, dass man es nicht so merkt und kurz davor, dass wir dann wegfahren und dass ich es dann da zur Welt bringe praktisch. Und dann sollst du es abgeben. Genau. Ja. Ich finde das nicht sehr verantwortungsvoll, was der Mann, dieser Lehrer da mit dir macht. Ja. Was für ein Verhältnis hast du denn zu deinen Eltern? Ja, eigentlich schon ein sehr gutes. Ja. Schon. Hast du überlegt, irgendjemand anderen mal zu Rate zu ziehen? Das ist ja nun ein sehr, sehr schwieriges, schwerwiegendes Problem, was du da hast. Nee, eigentlich nicht. Ja.
Also ich wüsste nicht, mit wem ich jetzt noch drüber reden könnte. Mhm. Nur hat er das so vorgeschlagen. Mhm. Willst du das denn so? Ja, ich wüsste im Moment auch keine andere Lösung. Ja. Wie ist dir zumute überhaupt im Moment? Ja, nicht so gut, sagen wir mal so. Mhm. Ich finde das sehr heikel, Anna, sehr schwierig. Ja. Und ich würde schon denken, dass du entweder mit deiner Mutter oder deinem Vater doch darüber reden solltest oder dass du in eine Beratungsstelle gehst. Das möchte ich nicht. Das möchtest du nicht? Mm-mm. Hast du mal darüber nachgedacht, das Kind vielleicht auch abzutreiben? Ja, das geht ja jetzt. Es ist schon zu spät, hat der Arzt gesagt. In der 13. Woche? Ja. Mhm. Es gibt eine sehr gute Beratungsstelle in solchen Angelegenheiten. Ich sag's dir trotzdem mal, auch wenn du da nicht so drauf stehst. Die heißt Pro Familia. Das sind, so wie ich das weiß und nach meinen Erfahrungen, sehr, 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 sehr nette und tolle Leute, mit denen man auch mal so ganz anonym sich unterhalten kann, ohne dass irgendjemand anders was erfährt. Das sind Leute, die den ganzen Tag mit solchen Problemen zu tun haben und die auch die Tragweite vielleicht einer solchen Entscheidung sehr gut übersehen. Also ich glaube nicht, dass ich da hingehe. Mhm. Weißt du, Anna, ich finde es nicht gut, wenn du alleine bleibst mit diesem Problem. Ja. Dass du alleine bleibst mit dem Lehrer. Ich kann verstehen, dass du den magst. Das wird so empfindest du es ja, so hast du es gesagt jetzt. Mhm. Trotzdem sage ich meine Meinung, dass ich das nicht in Ordnung finde, was er da gemacht hat. Und dass es sehr, sehr verantwortungslos ist. Und dann auch noch quasi zu bestimmen, wie das dann laufen soll, dass das Kind schnell weg, damit da ja niemand irgendwas von mitbekommt. Und er hat seinen Spaß. Das, was er da gemacht hat, ist nicht in Ordnung. Ich weiß es schon, aber... Habt ihr denn, ich meine, du bist 14 Jahre und weißt ja nur auch Bescheid, wie alles abgeht, über Verhütung nicht nachgedacht? Er hat gesagt, dass er aufpasst und dass es drauf ankommen lässt. Das ist sehr, sehr mies, weißt du das? Verdammt scheiße mies ist das. Du bist so jung noch und du hast jetzt so ein großes Problem am Hals, nur weil dieser Mann mit einem jungen Mädchen eine Beziehung haben will. Und sagt dann auch noch, er will es drauf ankommen lassen. Macht mich richtig böse, wenn ich das höre. Das ist ziemlich blöde Situation. Ja, allerdings. Und du bist so alleine damit jetzt. Ich vermute mal, dass der Anlass, warum du hier anrufst, schon ist, dass du schon so richtig gar nicht weiß, was du machen sollst. Ja, genau. Mhm. Pass mal auf, Anna. Also meine Meinung ist schon, dass du irgendjemanden noch zur Rate ziehen solltest. Ich möchte dir aber ganz dringend jetzt ein Angebot machen. Und bitte, bitte nimm es an und bleib am Telefon. Bei mir im Hintergrund arbeitet die Elke. Die Elke ist eine Diplompsychologin. Das ist eine wirklich super, super nette Frau. Unterhalte dich bitte mit der noch eine Weile und auch noch ausführlicher, als wir das jetzt hier tun konnten, im Radio und im Fernsehen. Ich weiß nicht. Hast du Angst davor? Ja, schon. Es ist ganz anonym. Die Elke weiß nur deinen Vornamen. Die hat jetzt unser Gespräch auch mit angehört in einem Nebenraum. Es kann dir überhaupt nichts passieren. Du kannst einfach nur vielleicht einen guten Rat kriegen. Oder dass du dich einfach nochmal ein bisschen ausführlicher ausquatschst, was wir hier ja so ganz, ganz lange eben nicht machen können. Ja. Ja, also es kann wirklich, ich garantiere dir, ich lege meine Hand ins Feuer, es kann dir überhaupt nichts passieren. Niemand wird irgendetwas verraten. Ist das ganz sicher, oder? Das ist ganz sicher, das verspreche ich dir. Ich gebe dir mein Ehrenwort, dass da nichts draus entsteht, wenn du mit der Elke sprichst. Außer, dass du eine Weile noch reden kannst und dass ihr vielleicht zusammen noch ein bisschen euch austauschen könnt. Mhm. Also es kann, ich verspreche dir, dass es nur letztendlich was Gutes rauskommen kann, nichts zu deinem Nachteil. Ja, okay. Sollen wir es mal so machen, Anna? Ja. Alles Gute, dann bleib erst mal dran. Okay. Ja, tschüss. Tschüss. So, jetzt kommt der Udo und der ist 38, hallo. Hallo, na, schönen guten Abend. Ja, Udo.
Guten Morgen. Ja, schönen guten Morgen. Ja, man ist immer hin und her gerissen zwischen guten Morgen und Abend. Ja, nee, ist, weil der Abend halt in den Morgen übergegangen ist. Ja. Ja, weswegen ich anrufe. Ja. Das ist, weil ich eben davon gehört habe, dass du heute Kontakt hast mit dem Ernie Reinhardt. Also für mich ist es Ernie Reinhardt. Das müssen wir jetzt erklären. Ernie, ja, für die Mehrheit der Menschen ist es Lilo Wanders. Lilo Wanders, genau. Ja, und es bleibt für mich Ernie Reinhardt, weil ich kenne ihn nur als Ernie Reinhardt. Ihr kennt euch? Ja, also woher? Ich weiß es nicht, ob er sich noch an mich erinnert. Meine Mutter und seine Mutter, die waren befreundet. Ja. Und zwar haben die sich kennengelernt in einem kleinen Dörfchen in der Nähe von Lüneburg. Glüsing hieß das. Also das ist schon wahnsinnig lange her. Das ist 1962 muss das gewesen sein. Ja. Wie ist denn dein ganzer Name, wenn du ihn sagen magst? Rose. Ja. Also Udo und dann Rose wie die Blume. Ja. Ja, und wie gesagt, die waren da in so ein, das war so ein ganz eigenartiges kleines Dörfchen, also es war eigentlich kein richtiges Dorf. Das war so eine Gemeinschaft, und zwar eine FKK-Gelände war das. FKK-Gelände? Ja, und es wurde geführt von einem Herrn Frenzel, und das war so ein absoluter Gesundheitsapostel. Ja. Sowas gibt es heute eigentlich gar nicht mehr so in der Art. Also der war voll Vegetarier. Ja. Und meine Mutter, die hat da zum Beispiel die Zimmer so sauber gemacht, und also weil auch Gäste kamen, ja, ne? Feriengäste. Und die war also auch dafür verantwortlich, dass immer die Schlüssel da waren. Ja. Und dieser Frenzel, der war also dagegen, dass meine Mutter da ausgekochte Rinderknochen, wie man so früher an Schlüsseln befestigte, ranmachte, weil das wäre ja auch fleischlich. Ne? Ja. Naja, egal. Auf jeden Fall, da haben die sich kennengelernt. Und dann sind beide hier nach Dorfmark gezogen. Mhm. Das ist so ein, ja, so, also Mitte zwischen Hamburg und Hannover, ja, und Bremen und Berlin, so. Und da hast du den Arnie irgendwie auch kennengelernt? Ja, 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 ja. Der war dann, meine Eltern hatten da den Laden übernommen. Ja, wart ihr zusammen in der Schule auch? Nein, das nicht. Also Arnie ist älter als ich. Ja. Aber, also ich bin so quasi zwischen ihm und seinem jüngeren Bruder, dem Wolf, ja, Reinhardt. Wie lange habt ihr Kontakt miteinander gehabt? Wie viele Jahre? Puh, das ist eine schwierige Frage, weil ich das nicht ganz genau beantworten kann. Weil der Kontakt ist, also sagen wir mal so, vor, sagen wir nicht 20 Jahre, noch weiter, 25 Jahre, sagen wir so, ist ja der Kontakt abgebrochen. Also sagen wir so, ich weiß ja. Auf jeden Fall, es war ein Kontakt da und auch eine gute Bekanntschaft, ja, oder eine Freundschaft. Ja, ja. Ja. Erzähl uns mal ein bisschen von ihm. Er wird jetzt die Ohren spitzen, also gut, sicherlich. Ja. Also Ernie war immer schon etwas sanfter und sensibler. Ja. Und er wurde, weil er schon wahrscheinlich schon damals so sich nicht ganz als der taffe Mann, wie so viele so gerne Jungs sehen wollten, die sich selbst so gesehen hat, ja, wurde eben, er ist also oft angeeckt, weil gerade ist so mit einem kleinen Dorf, da ist es dann eben so, dass die Leute sehr konservativ auch sind. Hast du eine besondere, prägnante Erinnerung an irgendein Ereignis, das du in Zusammenhang bringst mit dem Ernie? Ja, eigentlich nur ein Ausspruch von meiner Mutter. Die sagt, dieser Ernie, das ist ein richtiger Kavalier. Kavalier? Ja, die fuhr immer voll auf ihn ab. Weil er war so galant, sagte sie immer. Und schon als kleiner Junge oder als Jugendlicher? Ja, ja, ja. Das schreibe ich mir jetzt mal auf, ein richtiger Kavalier. Ja, ja, also sie mochte ihn gerne. Und mochtest du ihn auch? Ja, also weiß nicht, wie du das früher gesehen hast, wenn du als du ganz klein warst und dann Leute, die 4 Jahre älter waren, das waren ja steinalte Stimmt, Leute, ja, ne? Das waren steinalte Leute. Also ja, von daher. Sag mal, ja, also ich habe nie mit ihm ein Problem gehabt, ne? Udo, wenn wir uns mal getroffen haben, gab es nie Probleme. Ja. Ich habe ja vorhin schon gesagt, Udo, dass der Arnie, alias Lilo Wanders, nachher am Telefon hier sein wird, ja, und auch Stellung beziehen kann zu all dem, was ihr jetzt hier sagt in der Sendung. Ja. Hast du eine bestimmte Frage noch an ihn? Ja, genau, das habe ich vorhin schon gesagt, deinen Kollegen da. Ja. Und zwar ging es mir darum, er hat ja diese Lilo Wanders als Person so übernommen, also man kann das jetzt kaum noch trennen. Also wenn ich ihn so sehe, dann zweifle ich manchmal dran, ist er jetzt noch ein Mann oder ist er eine Frau schon? Ah, ja. Also die Frage hat seine Persönlichkeit sich verändert, beziehungsweise ist er auf dem Weg dahin, dass es so, nicht jetzt als krankhafte Schizophrenie, aber so ein bisschen verändert sich die Persönlichkeit, dass er sich vielleicht irgendwann doch noch, genau, ganz als Frau fühlt. Also die Frage ist, inwiefern er das für sich noch trennt, ja, die Person Lilo Wanders und also, Arnie Reinhardt. Ja. Und ob das ja, ob er das so persönlichkeitsmäßig auf die Reihe kriegt. Ja, also ich habe das so vorhin formuliert auch,
wie es ist, wenn er morgens in den Spiegel guckt. Ja? Ja. Also er steht auf und guckt in den Spiegel, guckt er dann den Ernie Reinhardt an, ja, oder guckt er Lilo Wanders genau, an? Genau, sagt er Hallo Ernie oder Hallo Lilo? Ja, genau. Ich habe es aufgeschrieben. Und eins noch, der Vergleich kam mir eben mit der, wie heißt sie jetzt? Ach Mensch, die auch Marmeladenwerbung macht. Mary. Genau. Mhm. Es ist ja auch so, dass man das, dass sie so überzeugend als Frau wirkt, ja. Oder eher, ich sag schon sie, ne? Ja. Er wirkt als Frau überzeugend und das bei Ernie ähnlich. Ich hab's verstanden. Ich glaube, der Ernie oder Lilo auch. Ja. Und ich hab's aufgeschrieben und du bleibst bei der Sendung jetzt, ja. Und wirst dann nachher zuhören können. Um 10 soll ich auflegen oder soll ich dranbleiben? Nee, du kannst jetzt auflegen. Alles also klar. Du kannst nachher nicht mit ihm reden. Das kriegen wir, das ist alles so kompliziert. Alles also ich klar. Unterhalte mich mit ihr nachher und gebe das dann weiter. Ja. Eine Sache muss ich noch ganz kurz ganz loswerden. Fair, ja. Und dass meine Frau so wahnsinnig begeistert von dir ist. Ja. Dass die hier jetzt fast jede Nacht bei dir zuguckt, ne? Das ist schön, das freut also, mich. Ja, das hat auch seine Nachteile. Sie ist ja nicht jede Nacht, also da. Jetzt ist der Udo war noch eifersüchtig auf mich wahrscheinlich. Nein, will ich nicht. Also ich finde deine Sendung super toll und du siehst, wie wichtig Seelsorge in der heutigen Zeit ist. Und ja. Also ich muss dazu sagen, ich bin Christ und ich merke, dass das an deiner Sendung, dass es ein echtes Bedürfnis gibt, dass jemand mal zuhört, ja. Ohne gleich jetzt eine Antwort sofort drauf zu knallen, erstmal das Zuhören. Ja. Und von daher finde ich das ganz toll, wie du das machst. Okay. Mach mal weiter so. Lieber Udo, danke. Ne? Mach's gut. Tschüss. Ciao. Ciao, ciao. Martina, 26. Ju. Ja, hallo. Martina, guten ja. Morgen. Hallo, Domian. Ich muss etwas leiser sprechen. Ich hoffe, du kannst mich verstehen. Ja, sehr gut. Gut, mein Mann schläft nämlich nebenan. Ja. Und darum geht's nämlich. Mhm. Und zwar habe ich mich in den besten Freund von meinem Mann verliebt. Mhm. Und er sich auch in mich. Und das ist das Problem bei uns im Moment, weil mein Mann weiß davon nichts. Wie lange läuft das schon? 6 Wochen. Ja. Wie heiß ist es schon geworden? Sehr heiß. Habt ihr miteinander geschlafen schon? Ja. Wie lange kennst du ihn denn schon vorher? 6 Jahre. 6 Jahre? Und jetzt plötzlich ist da irgendwas losgetreten worden? Ja, ich denke mal, wir sind dadurch in diese Sache gerutscht, sag ich mal, dass unsere Ehe, die hat sehr gelitten in letzter Zeit darunter, dass mein Mann sehr viel gearbeitet hat, ja. Und dadurch mich total vernachlässigt hat. Ja. Und also zeitlich und auch emotional? Emotional auch, ja. Ja. Ich habe mich also an seiner Seite nicht mehr als Frau gefühlt, richtig. Also lief das im Bett auch nicht mehr so doll bei euch? So gut wie gar nicht mehr, nein. Ja, ja und ich war wahrscheinlich auf der Suche und habe aber in dem Moment auch nicht an ihn gedacht. Ne? Mhm. Nur dann kam noch dazu, dass seine Mutter gestorben ist und ich dann diejenige war, die für ihn da war, als ja. er jemanden brauchte. Ja. Und so sind wir uns halt näher gekommen. Ach, die Mutter ist gestorben von dem Freund? Ja, ach so. Ja, ja. Mhm. Und da waren dann halt lange tiefgehende Gespräche. Mhm. Und dann sind wir ein paar Mal alleine weggegangen. Und mein Mann vertraut ihm auch total stark. Ne? Ist es ein sehr alter Kumpel? Ja, die kennen sich schon von Kindheit an. Mhm. Und du hast das mega schlechte Gewissen. Ja, super mega schlecht. Das Schlimme ist auch, dass ich ein viel stärkeres Gefühl zu seinem Freund habe im Moment wie zu ihm. Und ich das Gefühl habe, je öfter wir uns sehen und je länger die Sache läuft, je mehr stirbt das Gefühl zu meinem Mann. Wie seht ihr euch überhaupt? Das muss doch dann ultra geheim ablaufen, ne? Eigentlich gar nicht. Also wir sehen uns fast regelmäßig offiziell, weil mein Mann halt... das Vertrauen hat? Ja. Habt ihr Kinder? Ja, leider 2 Stück, die sind mit im Spiel, ne? Was sind die? Die sind mit im Spiel. Mm, ja. Ich sag mal, also wenn die Kinder nicht wären, dann wäre das alles nicht so problematisch. Ist der der Freund von deinem Mann, ist der auch verheiratet oder liiert? Nein. Der ist solo? Ja. Also hat der die Probleme, also was diese Probleme angeht, hat er nicht? Hat er nicht, aber er hat auch natürlich ein sehr schlechtes Gewissen meinem Mann gegenüber. Klar, ja. Und
Er war eigentlich immer der Ansicht, sowas würde ihm nie passieren. Mhm. Und jetzt ist es ihm passiert und wir haben es beide halt nicht unbedingt gewollt, aber es ist halt passiert und wir haben halt festgestellt, dass das also nicht ein Ausrutscher war, sondern wirklich also da ganz starke Gefühle sind. Ne? Du meinst also, dass... Das wir sind auch mittlerweile so weit, dass wir ihm sagen wollen, nur keiner von uns beiden traut sich. Ne? Also meine Frage gerade war noch, aber du hast sie fast selbst beantwortet. Du bist sicher, dass das also zu diesem Freund ein sehr tiefes Gefühl ist und ja. Nicht nur ja, so eine Sache, die mal aus einer Unzufriedenheit entstanden ist, Unzufriedenheit in der Ehe. Ja, ich sag mal so, vielleicht ist es daraus entstanden, aber, es ist daraus tief. Ist mehr geworden. Mhm. Ne? Liebst du diesen Mann, diesen Freund? Ja. Würdest du ganz klar für dich beantworten, ja? Ja. Liebst du deinen Mann noch? Schwere Frage. Irgendwo schon noch, aber nicht mehr so wie früher mal. Mhm. Wie lange kennt ihr euch schon? 6 Jahre. Mhm. Also praktisch kenne ich den Freund genauso lange wie meinen Mann. Ne? Mhm. Und ihr denkt ernsthaft darüber nach, es ihm zu sagen? Ja. Was vermutest du, wie er reagieren wird? Heftig. Mhm. Wärst du, ich vermute mal, wenn man in der Situation ist, in der du jetzt bist, spielst du alle Möglichkeiten im Kopf so durch? Wär's dir vorstellbar, dich von deinem Mann zu trennen und dann mit diesem Freund zusammenzuleben? Ja. Und da sind die Kinder aber, ne? Ja. Aber die wären für ihn kein Problem. Also, ich sag mal, er kümmert sich sehr rund auch um die Kinder mit. Ne? Mhm. Es ist für dich unmöglich, die Vorstellung zu sagen, ich lasse das sein mit dem Freund. Und widme mich wieder und konzentriere mich ganz auf meinen Mann? Ich glaube, das könnte ich nicht. Das würde mir das Herz verreifen irgendwo. Also wenn du das ziemlich klar sagen kannst, dann bin ich auch der Auffassung, dass du oder dass ihr das dem Mann sagen solltet. Wenn du dir in deinen Gefühlen so sicher bist, und du auf keinen Fall diesen Freund verlieren möchtest. Auf keinen Fall. Auf keinen Fall. Auf keinen Fall. Er hat auch gesagt, er könnte sich eher vorstellen, einen Freund zu verlieren, wie uns beide zu verlieren. Das würde in dem Moment, wenn ich bei meinem Mann bleiben würde, dann würde er uns beide verlieren. Weil den Kontakt könnte er dann nicht aufrechterhalten. Da kommt natürlich jetzt eine Horrorzeit auf dich zu. Das Schlimme ist, ich hänge nicht nur so, noch irgendwo an meinem Mann, sondern auch an der ganzen Familie von meinem Mann. Mhm. Ich würde also nicht nur meinen Mann verlieren, sondern auch die ganze Familie. Ne? Ja, das ist oft das Schmerzliche an solchen Sachen. Und das Aber zweite Schlimme ist, ich habe schon mal so ein bisschen vorgetastet bei meinen Eltern, also erzählt, wie, sag ich mal, Flaute bei uns in der Ehe ist und dass ich nicht weiß, wie lange das so weitergeht. Mhm. Und meine Mutter macht mir dann halt den Vorwurf daraus, dass ich als Ehefrau halt sehen muss, das Beste aus der Situation zu machen und dass eine Ehe nicht immer ein Zuckerschlecken ist. Mhm. Und ich sag, ich kann aber nicht den Rest meines Lebens unglücklich Also von solchen Sprüchen halte ich auch überhaupt nichts. Also die Frau hat zu Hause zu bleiben, bei den Kindern und die Kinder zu versorgen und dafür zu sorgen, dass der Mann glücklich ist, wo das Glück der Frau bleibt, da fragt keiner nach. Man muss auch in einer Ehe ehrlich sein und man muss auch in einer Ehe auch irgendwann vielleicht sagen, wenn es denn wirklich so ist, es geht das nicht ist mehr. Es. Ich habe meinem Mann das oft genug versucht zu sagen, nur er hat nie zuhören wollen. Martina, diese Flaute, wie du es nennst, wenn du die gesamte Zeit zurückdenkst, was für ein Zeitblock ist das? Wie lange währt die schon? Ich würde sagen 14 Monate seit der Geburt unserer zweiten Tochter. 14 Monate? Ja.
Hat das irgendwas mit der Geburt auch zu tun? Ich weiß es nicht, aber ich kann es mir vorstellen. Also, liebe Martina. Also, es hat sehr, sehr stark abgenommen seitdem, dass mein Mann halt vielleicht, ich habe auch immer das Gefühl, er findet mich nicht mehr attraktiv genug oder was, ob das damit zu tun hat, dass ich halt durch das Kind auch ein bisschen mehr. Wie viel Mal habt ihr in diesen 14 Monaten miteinander geschlafen? Oh Gott. Schon einige Male, oder? Einige Male schon, aber ich glaube, das könnte ich an 10 Fingern abzählen. Und das ist auch 14 Monate nicht viel. Nee, weiß Gott aber nicht. Aber ich sag mal, es geht hier nicht alleine um den Sex. Nein, natürlich nicht. Nein. Also aber es gehört eben auch dazu. Ja. Martina, ich würde mich, so leicht das auch gesagt ist, von diesem ganzen Verwandtschaftskram rundherum überhaupt nicht beeindrucken lassen. Das ist eine Sache, die musst du für dich entscheiden und da kann keine Verwandtschaft, auch keine Mutter reinreden. Traurig, dass man die nicht hinter sich stehen hat. Also, das ist traurig, aber gemerkt, ja. Also ich glaube, so wie du das jetzt geschildert hast, dass ich es richtig und gut fände, wenn ihr diesen nächsten Schritt wagt und vornehmen würdet, dein Freund, dein neuer Freund und du und es deinem Mann sagt. Das ist auch noch sein Vater, der findet mich unheimlich nett und wir verstehen uns auch sehr gut, nur ich weiß auch nicht, wie der reagieren würde, wenn er erfahren würde, was los ist. Also der weiß es ja auch nicht. Ne? Ich kann dir natürlich nicht die Entscheidung abnehmen. Ich habe dir jetzt so meine Meinung gesagt. Ich würde das richtig finden, ja. Ich danke dir. Viel, viel Kraft und alles Gute. Dankeschön. Übrigens, deine Sendung ist ganz toll. Dankeschön. Und ich habe auch schon sehr oft versucht durchzukommen, aber leider war immer kein Anschluss oder also. Es ist überlastet. Ja, das ist ja diese Leitung, dieser Anschluss ist im Moment nicht zu erreichen oder ja, so. Das ist übrigens eine ganz blöde Einrichtung der Telekom. Wenn hier ganz, ganz viele Leute anrufen, dann kommt da immer irgend so eine komische Stimme. Diese Leitung ist nicht erreichbar, ne? Der ja, genau. Aber versucht's weiter, auch wenn die Stimme das sagt. Liebe Martina, alles Gute. Ja, ich wünsche dir auch alles Gute. Dankeschön. Und bedanke mich nochmal vielmals. Tschüss. Ihr Lieben, heute Nacht ist offenes Talkradio. Ihr könnt uns erreichen unter 0130 29 11. Und heute Nacht gibt es noch eine Besonderheit. Es stellt sich euch heute Nacht Lilo Wanders, die wahre Liebe-Moderatorin. Die Lilo verfolgt diese Sendung und ich werde mich mit ihr gegen 10 vor 2 unterhalten. Ihr könnt hier anrufen, pro, contra Lilo Wanders und auch Fragen formulieren. Und die Lilo wird diese Fragen nachher beantworten oder auch das eine oder andere zu euren Statements sagen. 0130 29 11 und weiter geht's mit Nicole und die ist 27 Jahre. Hallo. Ja, hallo Domian, ich bin's, Nicole. Ja. Und zwar habe ich eine Frage, warum Lilo Wanders sich nicht konkret zu seinem Geschlecht äußert. Er weicht der Frage immer aus. Nein. Doch, doch. Ja, ist das so? Also ich habe schon öfter mitbekommen, dass er gefragt wurde, ob er Mann oder Frau ist. Und dann sagt er einfach nur ja und nein. Okay, ich schreibe es auf. Frage nach dem Geschlecht. Also ich habe es anders mitbekommen, aber wenn du das so sagst... ich habe das schon öfter so mitbekommen. Ja. Deswegen wollte ich wissen, ob er nicht dazu steht, was er tut. Ja. Das würde mich doch schon mal interessieren. Du kennst sie aus dem Fernsehen? Ja, richtig. Wie findest du die Fernsehsendung Wahre Liebe? Die finde ich gut. Ja? Ja. Und sie als Moderatorin? Finde ich auch gut. Ja? Hast du sie schon mal auf der Bühne gesehen? Sie macht ja auch Shows. Nee, das habe ich noch nicht gesehen. Ja. Gäbe es irgendeine Anregung für dich, auch was die Sendung angeht? Das ist ja auch interessant, immer für einen Moderator, eine Moderatorin vom Publikum zu hören, was man da vielleicht anders machen könnte? Oh, ich finde die Sendung eigentlich so, wie sie ist, ganz interessant. Ja. Und wenn du so sagst, dass du sie schon gut findest, könntest du beschreiben, was du an ihr sehr schätzt, an ihrer Art? Ja, sie ist offen. Die Art, wie sie sich gibt, finde ich auch okay. Aber ich finde sie eigentlich okay. Rundherum gut. Nur, ja, ja. Ja. Ich wollte halt gerne nur wissen, diese Frage, warum das ist klar. Sie nicht dazu steht. Ja, okay, das habe ich aufgeschrieben. Werden wir nachher thematisieren. Dann danke ich dir für deinen Anruf. Ja, gut, alles klar. Bye, danke. Bye, Nicole, ciao. Christian, 15 Jahre, hallo.
Hallo Domian. Christian, guten Morgen. Morgen. Ich möchte über meine Mutter sprechen. Ja. Meine Mutter ist psychisch krank. Ja. Was hat sie? Ich weiß es nicht genau, den Fachbegriff oder so. Auf jeden Fall kann man sie schon fast als, Krankheitsmensch bezeichnen. Mhm. Voller Krankheiten und so. Wie macht sich diese psychische Krankheit denn bemerkbar? Vor vielen Jahren, auch in meiner Kindheit und so, hat sich die Krankheit halt bemerkbar gemacht durch jedes Jahr ungefähr. Einmal ist sie halt ausgeflippt, ich weiß auch nicht, wie der Fachbegriff heißt. Sie hat halt einen Kreislaufkollaps bekommen. Mhm. Oder hat davor nur wirres Zeug gesprochen und so. Mhm. Das war auch öfters so halt. Zum Beispiel mitten in der Zugfahrt ist es mal passiert. Mhm. Und ich habe halt nach dem Arzt geschrien und da war halt Gott sei Dank einer drin. Mhm. Da hat sie Schaum vom Mund gehabt und so. Ja, also es sind so eine Art Anfälle auch. Ja, das hat sich aber davor ein bisschen bemerkbar gemacht, weil sie wirres Zeug geredet hat. Und auch danach, nach den Anfällen, wenn sie wieder im Normalzustand gekommen ist, hat sie auch wirres Zeug geredet. Mhm. Jetzt ist es halt so, vor ein paar Jahren hat sich halt meine Mutter scheiden lassen von meinem Vater. Ja. Und anscheinend hat es meinen Vater auch belastet und so. Und sie haben sich auch dann in die Haare gekriegt und so. Und anscheinend ist jetzt die seelische Belastung von meiner Mutter nicht mehr so groß. Ja. Und deswegen bleiben die Anfälle jetzt aus, schon lange Zeit. Sie muss auch regelmäßig starke Medikamente nehmen und ähnliches. Aber du lebst bei deiner Mutter? Ich lebe bei meiner Mutter. Mhm. Alleine, ja. Mhm. Und aber jetzt ist es so, sie hat halt auch Nervenkrankheit, also die Nerven sind stark beansprucht dadurch und sie hat sehr schwache Nerven und also dir macht die ganze Sache doch schon sehr zu schaffen. Ja, sehr, weil ich leide auch darunter, weil erstens mal schreit sie halt schnell rum. Ja. Und zweitens mal, sie lügt auch oft. Ja. Sie sagt Sachen, die mich erstens mal belasten, also zum Beispiel jetzt, dass mein Vater nicht mein Vater ist. Ja. Oder ja, also du fühlst dich dieser ganzen Krankheit und deiner Mutter gegenüber dann wahrscheinlich oft auch sehr hilflos, ne? Ja, auf jeden Fall. Ja. Sie, also es ist auch so, ich habe jetzt eine Freundin seit 4 Monaten. Ja. Und die liebe ich auch sehr. Ja. Und ich hatte mit ihr auch das erste Mal geschlafen und so und das habe ich ihr auch erzählt. Naja. Und ich habe auch einen besten Kumpel. Mhm. Und die beiden sind halt Rumänen, ne? Ja. Also sind schon lange in Deutschland und so, kein Problem, merkt man gar nichts und so. Ja. Naja, jetzt vor einer Woche ist sie total ausgerastet, hat halt mit der Rumänien-Mafia angefangen und so. Ja. Also sie macht dir das irgendwie kaputt auch. Sie macht es mir kaputt. Ja. Ich habe ja auch öfter gesagt, wieso machst du mir das kaputt und so. Sie schreit mich dann nur an und so. Wegen jedem kleinen Grund. Im Moment muss ich halt jetzt buckeln, ne? Ja. Sie hat halt gesagt, du kommst werktags um 8 heim und so. Und Christian, hast du einen Menschen, mit dem du darüber reden kannst? Ich habe mit meiner Freundin drüber geredet. Ja. Wie ist es mit deinem Vater? Sprichst du mit ihm? Mit meinem Vater auch, ja. Ja, was mein Vater hilft mir zum Teil auch. Ja. Aber zum Teil auch, wenn ich jetzt Probleme mit meiner Mutter habe, die doch sehr, sehr oft sind. Ja. Durch die Krankheit kriege ich halt durch die kleinsten Sachen halt Riesenprobleme. Ich habe auch im Moment Riesenprobleme halt gehabt, vor einer Woche Riesenstreit, obwohl ich jetzt mitten in der Vorbereitung zur Abschlussprüfung bin und so. Und das belastet mich halt voll. Gab es denn schon mal die Überlegung, deinerseits zu deinem Vater zu ziehen? Es gab Überlegungen, dass ich schon abhau. Ja. Ganz abhau. Ja, zu meinem Vater zu ziehen, eigentlich weniger, ich weiß nicht. Mein Vater versteht es einerseits und wir sprechen auch oft drüber, aber wenn ich dann Streit mit meiner Mutter habe, dann versteht er mich auch irgendwie nicht. Mhm. Sagt dann, deine Mutter ist krank, wieso macht sie so ein schweres Leben und so. Dabei. Wobei das Abhauen natürlich, das ist eigentlich auch nicht die Lösung. Ne? Nein, natürlich nicht. Ich werde auch nicht abhauen. Wahrscheinlich, also die Gefahr, dass du dann irgendwie den Bach runtergehst, ist auf jeden Fall sehr groß. Du bist so jung noch. Ja, ich denke mir auch immer, kommen die paar Jahre, also die Schule jetzt schaffen und also das Hauptproblem ist jetzt die Frage, wie du mit dieser schwierigen Situation im engen Zusammenleben mit deiner Mutter umgehen sollst, sich verhalten sollst. Es ist auch oft so, dass es total aussichtslos ist, ne? Weil, Christian, ich möchte dir auch das Angebot machen, das ich vorhin der Anna gemacht habe. Mhm. Bleib doch mal am Telefon und unterhalte dich noch ausführlicher mit unserer Elke im Hintergrund. Ja. Ja, machst das mal? Kann ich machen, ja. Bleib dran und alles Gute. Alles klar, danke, Domian. Tschüss, ciao. Tschüss. Kleine Pause.
So, ihr Lieben, auf geht's. Weiter geht's mit dem 1Live-Talkradio. Domian, heute Nacht ein offenes Talkradio für alle eure Themen. Und heute Nacht bitte ich um eure Meinung zu und über Lilo Wanders. Wie findet ihr Lilo Wanders und was würdet ihr Lilo Wanders gerne mal fragen? Ihr habt jetzt die Gelegenheit dazu, ruft an 0130 29 11. Ich notiere alles und um 10 vor 2 ungefähr ist die Lilo dann live an der Strippe hier bei mir und ich werde mich dann mit ihr über all das unterhalten. 0130 29 11, Beate 34. Hallo. Hallo Domian. Beate, dein ja, Thema. Ja, das ging schnell. Ich dachte, es wären noch zwei vor mir dran. Nee, du bist es. Ja, es geht um Lilo Wanders. Also ja. Eigentlich finde ich die klasse. Ja. Ist sehr einfühlsam und sehr verständnisvoll. Nur teilweise finde ich es, also ich bin bestimmt nicht Brüde, aber finde ich es teilweise einfach zu hart. In ihrer Show? In ja, der, finde ich zu hart. In der wahren Liebe? Ja. Warum? Was ist da zu hart? Das war zum Beispiel in von der Kölner Pornoshow oder Sexualmesse oder wie man das nennen sollte. Pornomesse war das, glaube ich, ja. Die Pornomesse, ja. Also ich bin bestimmt nicht Brüde, aber ich finde, das muss nicht sein. Also du findest, das war eine Nummer zu heftig ja, und es ging dann schon in Richtung Pornografie. Ja. Ja. Und auch mit den zwei, da hatte sie zwei Freundinnen, die waren also Dominas. Mhm. Und ich habe da nichts gegen, um Gottes Willen soll jeder mit seiner Fasson glücklich werden. Ne? Mhm. Aber wie das geschildert wurde, das war mir einfach, ich fand's abstoßend, muss ich ja ganz ehrlich sagen. Das soll jeder machen, wie er möchte, aber das so bis ins Detail in die Öffentlichkeit reinzubringen, fand ich nicht so gut. Ja, nun muss es ja auch nicht deinen Geschmack treffen, ne? Was die beiden Dominas da machen. Nicht, um das Problem haben wir in dieser Sendung ja auch oft, dass wir auch über Dinge reden, die teilweise sehr intim sind. Aber es gibt halt diese Sachen, ne? Und die. Ja, die soll es ja auch geben. Da habe ich überhaupt nichts dagegen. Ja. Das soll jeder machen, wie er also gerne möchte, ne? Findest du, dass die bei solchen Themen, dass die Lilo da ein bisschen vorsichtiger rangehen sollte? Nein, die Lilo nicht unbedingt. Das sind also, würde ich sagen, mehr die Gäste, die da eingeladen viel werden. Intensiver sind in der Beziehung, ja. Ne? Also da wäre jetzt die klare Frage oder Kritik, das betrifft dann auch die redaktionelle Betreuung der Sendung, dass es eine Nummer zu hardcore ist. Bin ich gespannt, was die Lilo gleich sagen wird. Also für mich schon. Also ich muss sagen, mein Mann und ich, wir sind also beide auch keine Pornofans oder so. Ja. Wir machen es lieber selber. Ja. Aber ich finde es ein bisschen hart. Ihr guckt euch die Sendung von ihr gerne an? Mein Mann nicht. Ne? Dein Mann nicht? Ich gucke sie mir gerne an. Und, ja, sie als Moderatorin? Ist super. Ja, ich finde sie absolut klasse. Ja. Und ob sie jetzt nur Männlein oder Weiblein ist, das ist mir schon egal. Los. Hast du eine Frage vielleicht an sie, die du gerne loswerden würdest wollen? So intime Fragen würde ich eh nicht stellen. Mhm. Ich würde noch mal gerne, ja, vielleicht, wie sie das irgendwie persönlich so verkraftet, da auch teilweise halt die harten Sachen, ob sie da auch hintersteht, diese zu bringen. Ja. Und dann wollte ich ihr noch ein Kompliment machen. Ich habe die Sendung gesehen, die sie aus dem Frauengefängnis gemacht hat. Und die fand ich also ganz fantastisch. Mhm. Weil, also ich meine, ich kann mir vorstellen, Frauen, das ist also, ja, Männer genauso, ne? Dass klar, sie da wirklich in einer Notlage leben. Ja. Und wie sie das, also ihre Einfühlsamkeit, finde ich also absolut, absolut gut. Ja, schön. Beate, ich habe es notiert. Die Lilo hat es auch wahrgenommen und ich bin gespannt, was sie gleich sagen wird. Dann grüße schön von mir, wenn du mit ihr sprichst. Okay, ja. Bye bye, tschüss. Bye. Ciao. Ciao, Domian. Machen wir weiter mit Peter, 46. Ja, schönen guten Morgen, Domian. Ja, Peter, guten Morgen. Mich hat das Gespräch von der Dame vorher sehr mitgenommen, mit dem Freund und ihrem Mann. Ja. Ich habe richtig Bauchschmerzen, weil es mir genauso gegangen ist. Mir wurde es auch nicht gesagt. Also du warst in der Rolle des Ehemannes? Ja, genau. Mhm. Allerdings habe ich auch einen kleinen Sohn, der jetzt bei mir lebt. Ich habe meine Frau verlassen. Mhm. Ich habe mich von ihr getrennt, habe eine Wohnung genommen. Mein Kind ist bei mir. Ich habe mein Kind zu mir genommen, mit Einverständnis meiner Frau. Mhm. Aber ich kann der Frau nur den Tipp geben, sie sollte mit ihrem Mann wirklich darüber reden. Meine Frau hat es nicht gemacht. Ich habe sie darunter gelitten. Ich habe meine Arbeit verloren. Ich bin krank geworden. Ich bin ins Krankenhaus gegangen. Ich habe einen Flachanfall gehabt. Ich habe sie darunter gelitten. Ach, Peter, wie lange lief die Sache denn, ohne dass du davon wusstest? Es lief ungefähr ein halbes Jahr. Mhm. Ein halbes Jahr. Ja. Also die ganze Familie wusste es und ich wusste, weil der Einzige es nicht gewusst hatte. Ja. Das ist das Schlimme, wenn das viele andere Leute schon wissen. Ja, und man genau. Selbst und steht dann wieder Depp da. Ne? Ja, genau. Das fand ich. Und die Frau sollte wirklich den Fehler nicht machen. Die sollte mit
dem Mann, ihren Ehemann reden. Mhm. Wie ist es denn dann letztendlich rausgekommen bei euch? Ja, ich habe auf einer Zigarettenschachtel eine Hotelnummer gefunden, eine Telefonnummer von einem Hotel. Das war eine Streichholzschachtel und bin da einfach hingefahren, hab mich noch Zeit gestellt, bis auf die morgens aus dem Hotel rauskam. Also du hattest schon irgendeine Vermutung? Ja, natürlich, natürlich. Parfüm, Kleidung, das merkt man doch. Ja. Aber sie hat dann nie das immer abgelehnt. Ja. Sie wollte mit mir darüber nicht reden, hat doch nichts gesagt. Bis ich dann früh morgens vor dem Hotel stand, ja, und dann war das klar. Ich habe mich auch gleich in die Scheidung eingereicht. Wie hat sie sich denn dann gerechtfertigt? Was hat sie gesagt? Es war genau dasselbe. Ich habe viel gearbeitet, habe zu Hause auch viel gemacht, habe mich viel um die Kleinen gekümmert. Ich hatte im Grunde Vernachlässigung meiner Ehefrau. Das wurde mir dann von ihr vorgeworfen. Obwohl ich beim Grunde ja keiner Schuld bewusst war. Ja. Und vielleicht würde es diesem Mann von dieser Frau genauso gehen. Ja. Hättest dir geholfen, wenn deine Ehefrau früher mal offener mit dir gesprochen hätte? Ja, genau. Ja. Genau. Und auch ihre Kritik geäußert hätte. Ja, genau. Das alles ist nicht stattgefunden. Nee, ist es auch nicht. Ist es nicht. So, dann ging das bei euch auch relativ schnell, dann die Trennung. Ja, ich bin jetzt seit 2 Jahren eine eigene Wohnung mit meinem Sohn hier und habe ungefähr seit Weihnachten jetzt eine neue Beziehung aufgenommen, auch mit einer anderen Frau, mit einem kleinen Sohn, der ist auch 8 Jahre alt. Und ich muss sagen, seitdem geht es mir auch besser. Das heißt, du bist über die Sache hinweg? Ja, eigentlich Ich spreche mit meiner Frau jetzt wieder und ab und zu sehen wir uns wie in Essen. Also das ist kein Problem hier geworden. Die erste Zeit war sehr schlimm, als ich es rausgekriegt habe. Ja. Also Peter, schön, dass es dir dann wieder besser geht. Ja. Und dein klarer Tipp wäre dann eben auch an die Anruferin von gerade. Ja, sollte wirklich sagen. Sie soll es sagen. Ja. Vielen Dank für deinen Anruf. Gut, ich wünsche euch alles Gute und finde dich ganz toll. Danke, tschüss. Gut, tschüss. Ciao. Maria, 37. Ja, hallo Domian. Ja, Maria. Guten Abend. Guten Abend. Ich möchte gerne was zu Lilo Wanders sagen. Ja, schön. Und zwar freue ich mich erstmal wahnsinnig, dass ich dir überhaupt was vermitteln darf oder was sagen darf. Ja. Es macht mir immer eine Wahnsinnsfreude, sie zu sehen, nicht nur wegen den Themen, sondern weil die Themen sind ja sehr, sehr umfangreich und manchmal wirklich sehr bombastisch und ich finde das einfach super, wie die damit umgeht. Ja. Und was ich also ganz süß bei ihr finde oder bei ihm finde, bei er sie finde, ist einfach ihre süße, zurückhaltende Neugierde. Ja. Und wie leicht sie damit umgeht, ohne den Leuten, die wirklich mit sehr verrückten Themen da ankommen, ihnen irgendwie das Gefühl gibt, das ist alles ein bisschen sehr seltsam, was ihr hier macht. Ne? Also. Und ich habe auch noch eine Frage. Ja. Also du bist voll des Lobes, merke ich schon. Ja, also das Einzige, was mir doch ein bisschen sehr nicht auf die Nerven geht, aber was ich nicht nötig finde, ist dieses zu sehr aufgesetzte Feminine. Sie ist zu feminin. Ich finde es schön, wenn man einfach ein bisschen die Männlichkeit auch sehen darf. Ja. Weil, ich weiß nicht, also das macht irgendwie mehr Reiz, finde ich. Ne? Weil hast du den Eindruck, dass das sich gesteigert hat, so in den letzten Zeiten? Das weiß ich nicht, ich kann das auch nicht beurteilen, weil ich es nicht regelmäßig sehe. Aber generell ist dein Eindruck, sie ist eine Nummer zu feminin. Ja, das ist schon zu sehr aufgesetzt. Ja. Also karnevalistisch schon, ne? Und das finde ich, das hat sie nicht nötig, finde ich, ne? Und ich meine, okay, wenn es ihr Spaß macht, also. Hast du denn Lilo Wanders schon mal? Ich habe es noch nie in Natura gesehen. Ja, sie war mal in einigen Talkshows. Als Ernie Reinhardt. Nein. Ja. Ich höre den Namen auch heute das erste Mal. Ja. Gut, das habe ich aufgeschrieben, zu feminin. Ja. Hast du denn die Lilo Wanders auch entdeckt oder zum ersten Mal entdeckt durch ihre Sendung? Durch Fernsehen, ja. Oder kanntest du sie von Hamburg irgendwie? Nein, durchs Fernsehen. Ja. Und ich auch gedacht, endlich mal jemand, der ganz locker und lieb mit den Leuten umgeht. Ja. Und ich mag eigentlich auch sehr gerne so einen Männertyp. Ich meine, er sieht ja eigentlich bestimmt sehr männlich aus, aber diese Weichheit, diese Sensibilität, die darüber kommt, das mag ich sehr gerne bei Männern. Sie oder er hat ja nun auch mit dieser Art sehr großen Erfolg. Ne? Ja, das ist auch ganz toll. Gut, zu feminin, das werden wir gleich besprechen. Ja. Meine Liebe Maria, danke für den Anruf. Ja, ciao. Schönen Abend noch. Danke, tschüss, ciao. Daniel, 27. Ja, hi. Hallo Domian, hier ist Daniel. Ja, Daniel. Ja, also ich habe ein Riesenproblem. Das ist wirklich so ein Riesenproblem. Und zwar bin ich in eine Frau verliebt, die verheiratet ist. Ja. Und zwar kennen wir uns eigentlich schon so
sag mal, kennen wir uns seit einem Jahr. Mhm. Und seit Februar ist die Beziehung etwas intensiver geworden. Mhm. Und ist sie schon lange verheiratet? Seit 2 Jahren ungefähr, mhm. 2,5 Jahren. Und das Problem ist jetzt, ich bin also wirklich verliebt, kann man nicht mehr sagen. Es ist also wirklich Liebe. Man spielt ja oft mit dem Wort, ne? Ja. Aber das ist also wirklich, ich meine so wie... Also sie ist dein Ein und Alles. Genau, ja. Ja. Wie ist es denn umgekehrt? Soweit ich weiß, und ich kann ihr also vertrauen, das ist auch so ein Grund, so ein Thema, ich kann ihr also wirklich vertrauen. Und sie sagt auch die Wahrheit und ihr geht's genauso. Liebt sie ihren Mann? Ja, aber nicht mehr in der Weise, in der man einen Ehemann liebt. Dann bist du natürlich in einer Sonderrolle in dieser Dreierbeziehung. Der Mann weiß natürlich nichts davon. Sagen wir so, er weiß es eigentlich schon, weil sie haben eine ziemlich offene, also eine ehrliche Beziehung, sagen wir, offene, nicht ehrliche Beziehung. Und sie reden also über einiges und also, auch über dieses Thema. Er weiß, dass du existierst? Er weiß, dass ich existiere. Und das Schlimme ist auch, was heißt das Schlimme? Ich verstehe mich also mit ihm auch total super. Bist du eifersüchtig auf ihn? Ja. Ja. Hast du deine Freundin schon mal mehr oder weniger so in die Alternative gewiesen? Ich halte es lange nicht mehr aus. Entscheide dich für mich oder für ihn? Nein, habe ich noch nicht, weil ich will dir da Zeit lassen. Ja, nun weil, läuft das ja schon eine ganze Zeit. Jemanden zu drängen ist, glaube ich, ja, aber falsch. Ja, finde ich auch. Aber ab einem bestimmten Zeitpunkt finde ich schon in Ordnung, wenn man zumindest seine Gefühle dann auch auf den Tisch legt und sagt, ich halte es nicht mehr aus und ich leide da so drunter. Ist denn deine große Sehnsucht, also wenn du jetzt eine Fee hättest, sollte die zaubern, dass du mit dieser Frau alleine zusammen bist? Ja, auf jeden Fall. Ja, das ist dein Traum ist das, deine Sehnsucht, ja. Mhm. Hat diese Freundin dann das schon mal signalisiert, dass sie eventuell ihren Mann verlassen würde für dich? Ja. Mhm. Eventuell, also... Also hast sie, du ganz... Sie braucht dann noch Zeit. Also hast du ganz gute Karten. Sie hat gesagt, sie braucht dann noch Zeit. Ja, aber ja. Es belastet mich halt unheimlich, weil es ist total schwierig für mich. Ne? Also das ist natürlich wirklich eine schwierige Situation, wenn sie das schon so gesagt hat. Dann bist du hin und her gerissen, ihr Zeit zu lassen. Und natürlich hin und her gerissen zwischen dir, da du nun sehr heftige Gefühle hast. Ja. Ich glaube, dass vielleicht ein bisschen Zeit zu gewähren noch in Ordnung ist. Aber irgendwann ist es auch in Ordnung, ein bisschen Druck zu machen. Mhm. Das geht ja nicht auf die Dauer, weil das ist zermürbend für alle. Mhm. Lieber Daniel, wir müssen leider Schluss machen. Mhm. Ein bisschen Druck kann nicht schaden. Tschüss. Okay. Ciao. Okay. Danke. So, was machen wir jetzt? Jetzt kommt die Ute noch. Jetzt kommt die Ute, 27, hallo. Ja, hallo. Hallo Ute. Hallo, grüß dich, Domian. Dein Thema. Ja, ich wollte zu Lilo Wanderst was sagen. Ja. Sie hat so weiße Zähne. Das fasziniert mich irgendwie. Sie hat sehr schöne Zähne. Weiße vor allem, die sind so stark weiß. Und du möchtest jetzt wissen, welche Zahnpasta sie benutzt. Ich weiß nicht, irgendwie. Sie sind sehr auffallend weiß, ja. Ja, resultiert jetzt aus dieser sehr klugen Beobachtung eine Frage. Also, willst du sie irgendwas fragen, warum die Zähne so weiß sind? Ja, das würde mich schon interessieren. Also, warum sind die Zähne so weiß? Ja, genau. Warum sind die Zähne so weiß? Das habe ich mir aufgeschrieben. Das war's schon, Ute. Ja, das war's schon, ja. Dann bleib schön jetzt am Fernseher oder am Radio. Ja. Wir lüften jetzt alle Geheimnisse bezüglich Lilo Wanders. Okay, doch. Okay. Tschüss. Tschüss, Ute. Danke. So, hallo. Meine Lieben, jetzt werde ich mal hier unser Schild wegnehmen. Da haben die Radiohörer nichts so sehr von, aber die Fernsehzuschauer. Und ich begrüße ganz recht herzlich Lilo Wanders. Hallo. Hallo. Juhu. Hörst du mich? Ich höre dich sehr gut, du mich auch. Ich sehe dich, aber es ist ein bisschen komisch, weil die Stimme über den Telefonhörer kommt. Ja. Ich sitze hier in einem
Kölner Hotel in der Richardstraße. Ich sage nicht, dass ich im Königshof bin, damit hier nicht 1000 Leute vorm Fenster stehen, und gucke mir die Sendung an und bin völlig bekifft und will sofort drauf eingehen, auf all die Fragen, ja, zum Beispiel von Beate. Beate, ja, 34, ja, die mich so klasse findet, aber die mich so hart findet in den Beiträgen. Genau. Beate, ich muss dir eins sagen, also ich habe selber oft genug mit den Ohren geschlackert und den Kopf zwischen die Beine gesteckt oder die Beine in die Höhe geschmissen vor Lachen, weil eine andere Reaktion gibt mir nicht. Weißt du, ich habe ganz viele Sachen gelernt über dieses Land und über uns, ja, über uns Leute. Es gibt so viele Dinge, die in der Allgemeinheit, in den Zeitungen und in der Kultur und so, für pervers gehalten werden. Mhm. Und ich habe so viele Menschen kennengelernt, die leben das. Mhm. Und es ist ein ganz natürlicher Bestandteil ihres Lebens. Für also, die das eine Normalität darstellt, ne? Ja, ja, ja. Mhm. Und das finde ich überhaupt nicht schlimm, das darzustellen. Ja. Solange nicht jemand missbraucht wird, solange nicht Kinder im Spiel sind, die nicht genau wissen, was ja sie wollen, finde ich das in Ordnung. Ja. Also wenn alle Beteiligten sagen, ja, das wollen wir. Ja. Zum Beispiel, guck mal, wem tut es weh? Ein Schlipsträger, ein Anzugmann, der unter seiner Hose vielleicht Strapse trägt. Mhm. Findet er klasse, mhm, macht ihn geil, seine Frau hat was davon, wenn er abends nach Hause kommt, tut niemandem weh, in Ordnung. Brave Muttis, die wir für liebe Omis halten, ja, die ja gehen in Swingerclubs ja und haben da ihre Erfüllung. Ja. Völlig in Ordnung. Warum nicht? Warum nicht? Ja. Oder sonst jemand, der den ganzen Tag unter seinem normalen Outfit, also vielleicht einen Gummianzug trägt und schwitzt fürchterlich, und wir alle finden das eigentlich ganz entsetzlich, ja, aber es gibt Menschen, die ziehen eine sexuelle oder sonstige Befriedigung aus dieser Geschichte, und das finde ich in Ordnung, das darzustellen. Ja. Ich weiß nicht, auf welchen Beitrag sich Beate bezogen hat. Auf die Pornomesse und auf die beiden Freundinnen. Ja, ich nicht mehr. Ist okay, vorbeigegangen. Ich finde, du hast das jetzt auch erklärt. Ja. Du meinte auch die Beate noch, da wollte fragen, wie du all diese auch teilweise sehr heftigen Sachen so für dich verkraftest. Ich wundere mich und ich finde, ich bin sowas von normal. Mit all meinen kleinen Perversionen meine ich nicht wertend, sondern ja Abweichungen von der Norm. Was schert es mich? Also, du was nimmst das. Es macht Mut denjenigen, die so ähnliche Dinger machen. Ja. Und dann dürfen sie es vielleicht ein bisschen freier leben. Ja, und es ist zudem ja auch interessant, so etwas zu erfahren. Natürlich, ne? Also, ich finde es immer sehr spannend. Sorge für die Abwesenden, ja, genau, ist doch es. Meine Liebe, die Zähne, warum sind die so weiß? Ach, das hat eine lange Geschichte. Ich war mal verliebt in Jörg von Torra. Und weil ich wurde die Liebe erwidert? Nein, ich kannte ihn gar nicht. Und weil ich aber seinen Zahnarzt kannte, bin ich zu dem immer gegangen. Und dann hat er mir das gleiche Gebiss verpasst wie Jörg von Torra. Und er ist nie gekommen. Er ist nie gekommen. Sitze ich da mit diesen furchtbaren Zähnen. Und ich aber du beeindruckst die Leute mit den Zähnen. Das ist ja auch schön. Ja, ja, so ist das. Jetzt fangen wir mal von ganz vorne an. Udo Mose. Kennst du ihn noch? Der heißt nicht Mose. Das wäre ja witzig. Oder Moser? Dazu kann ich überhaupt nichts sagen. Ich weiß, was ich glaube, ich gebe mal weiter an Ernie Reinhardt. Ja, Ernie. Jetzt schalten wir um. Jetzt ist Hallo Ernie. Jürgen. Ja. Ja, jetzt kommt also alles raus. Ich oute mich heute Nacht in dieser Sendung, aber es gucken ja sowieso nicht mehr als 500.000 Zuschauer zu. Udo Rose heißt er. Natürlich erinnere ich mich an ihn. Wir haben ein paar Jahre in diesem kleinen Heidedorf miteinander verbracht, mhm, als Gespielen, als Kinder, als Jungs. Das ist eine lange Geschichte. Dann kam seine Mutter, glaube ich, durch meine Mutter in dieses Dorf, mhm, das er erwähnt hat und das ich lieber vergessen möchte, mhm, und übernahm ein Buch- und Zeitschriftenladen. Mhm. Also du kannst dich schon an ihn erinnern? Ja, sicher doch, natürlich. Hat er gerade was? Er hat nie Interesse an mir gezeigt. Also, ja. Aber nun hat er was gefragt, und das ist interessant. Ja, du hast jetzt den Persönlichkeitswechsel gerade vorgenommen. Ja. Wie du das gebacken kriegst, also diese Trennung zwischen Lilo Wanders und Ernie Reinhardt. Ich erzähl mal was. Also, ich bin seit 17 Jahren Schauspieler. Mhm. Ich habe eine Menge Frauenrollen gespielt. Ich habe auch viele Männerrollen gespielt. Die Männerrollen sind eher in Vergessenheit geraten. Eines Tages spielten wir im Schmidt-Theater in Hamburg ein Theaterstück, das hieß Blaue Jungs. Mhm. Blaue Jungs war der Titel einer Pension. In dieser Pension stiegen diverse Gäste unter. Und jeder von uns auf der Bühne spielte verschiedene Rollen. Ich spielte unter anderem
die Parodie einer Schauspielerin namens Lilo Wanders. Ach, so kam das. So kam das. Ja, ja. Und Lilo Wanders war furchtbar und gab nur Unsägliches von sich. Kurz danach kam die Frage, ob wir die Schmidt-Mitternachtsshow moderieren wollten. Frau Jaschke, die Wirtin dieser Pension, Herr Schmidt, ein Kollege von mir und Mitinhaber des Theaters. Die Rollen waren klar. Meine Rolle war nicht klar. Sollte ich die spielen? Mhm. Und wir haben eine Antipode gesucht zu Frau Jaschke, die ganz bürgerlich und kleinbürgerlich war. Und das war dann Lilo Wanders. Also das heißt, das ist eine ganz klare Kunstfigur, deren du dich bedienst quasi. Du bist nicht transsexuell. Ich bin nicht transsexuell, ich bin kein Transvestit, das heißt, ich ziehe ja keinen Gewinn daraus, welcher Art auch immer, na, vielleicht materiell, aber nicht sexuell, dass ich mir Frauenklamotten anziehe. Ich bin nicht transsexuell, ich wünsche mir nicht, also um Gottes Willen, meinen Schwanz verlieren, also von dem Ding Legion. Also dich turnen die Frauenkleider sexuell auch nicht an? Nein. Nein. Das ist jetzt auch die nächste Frage gewesen von einer Zuschauerin, die Frage nach dem Geschlecht, das hat mich sehr gewundert. Du würdest dich angeblich dazu nicht äußern? Das ist Quatsch. Ja. Wenn Lilo Wanders die Frage kriegt, sind Sie Mann oder Frau, dann sagt sie, ja, meine Liebe, das bin ich. Wenn sie nicht sagt, wie kommst du eigentlich auf diese Frage? Ich habe zwei Kinder geboren und ich habe viele Männer gehabt. Also wie kommst du überhaupt auf diese Frage? Ja. Nun hatte die Maria noch gefragt oder gesagt, sie hat dich sehr gelobt. Habe ich gehört. Danke, ich grüße. Meinte aber, dass du, nicht du, sondern dass Lilo Wanders ein Touch zu feminin ist. Ja, das wundert mich. Also, ich glaube nicht, dass ich Lilo tuckig mache. Es ist keine Tunte oder so. Mhm. Lilo ist schon eine Frau, aber Lilo ist natürlich auch eine Frau im gefährlichen Alter. Mhm. Ich sage nicht in welchem. Ist auf jeden Fall ein bisschen älter als ich. Und Lilo hat eine lange Lebensgeschichte und diese Lebensgeschichte wird man demnächst wahrscheinlich auch, ich bitte um Entschuldigung, nach Essen zu meiner Lektorin, in einem Buch nachlesen können. Eine Biografie? Eine Biografie. Ja. Und die kommt aber allerdings erst zu Weihnachten raus, damit man was unter Weihnachtsbaum hat. Dann erwähnen wir es nochmal. Ich meine, das Buch wird eins werden, das man wahrscheinlich am liebsten auf dem Klo liest. Aber ich würde trotzdem gerne nochmal fragen, du hast es erklärt, dass es eine Kunstfigur ist und eine Rolle, in der du arbeitest. Dame Edna zum Beispiel, darf ich das noch ganz schnell sagen? Ja. Dame Edna ist eine Kunstfigur und dahinter steht ein Mann, ein Australier, Barry Humphries. Mhm. Und in England zum Beispiel würde keiner auf die Idee kommen, diese Figur zu hinterfragen. Ja, ja. Die Deutschen haben einen etwas anders gestrickten Humor. Und mein Humor mag vielleicht ein Angelsächsischer sein. Nervt es dich denn, wenn du ab und zu, vielleicht geht das sogar Bekannten, wenn die dich als Lilo ansprechen, wenn du Ernie bist? Nö, das, da höre ich überhaupt nicht drauf. Ja, also ja. Das korrigiere ich einmal, ja. Ja. Wo habt ihr das schöne Foto her? Von Vox haben wir das bekommen. Ah ja. Durch 1000 Kanäle war es dann. Mittlerweile sehe ich sehr viel jünger aus. Zum Beispiel, könnt ihr sehen, die Kleine und Litzenich-Show am 6.6. Hier im Westdeutschen Rundfunk? Am 6.7. Ja, genau. Am 6.7. Da bist du, das habt ihr heute da aufgezeichnet. Lilo Wanders, deshalb sitze ich hier im Hotel in Köln. Ja. Da ist Lilo Wanders zu Gast in dieser Show und es war ziemlich gut. Meine Liebe, was ist das Thema in der nächsten Wahre Liebe? Unbeschreiblich weiblich. Komm den Donnerstag, 23 Uhr, schieß mich tot auf Vox. Unbeschreiblich weiblich. Ja. Ich danke dir sehr herzlich, dass du mitgemacht hast. Na, du hast aber was von mir heute gekriegt. Das kannst du überhaupt nicht bezahlen. Wünsche dir alles Gute weiterhin. Ja, danke. Und wir alle bleiben deine Fans. Und ich bleib deiner. Dankeschön. Tschüss, meine Liebe. Ciao. So, Freunde, das war's für diese Woche. Mein Team, Gerald Baas, Roland Lohr, Silvia Liebsch, Janet Krause, Hans-Jürgen Wilde, Jörg Gänse, Mathilde Kohl, Birand Bingöl und Elke Donalski. Nächste Woche Montag ist das Thema wieder offen, aber wieder wird ein Prominenter zur Diskussion gestellt, der aber dann nicht in der Sendung wahrscheinlich auftauchen wird. Es ist der Papst. Nächste Woche kommt der Papst nach Köln. Ich gebe euch das als Hausaufgaben fürs Wochenende mit auf den Weg. Was ist eure Meinung zum Papst? Ruft am Montag an. Ich freue mich auf euch, wünsche euch ein schönes Wochenende. Bye, bye.